So, fertig geschnurrt. Konzentriert euch. Bei dieser Prüfung müsst ihr verschiedene Fächer können. Gut, dann haben wir eine Chance, bei allem zu versagen. Das finde ich fair. Übersetzt man auf Französisch, hat es Gurken? Nein, es hat keine Gurken. Zum Glück haben wir jemanden, der mal eine Weile in der Westschweiz gelebt hat. Das ist der geht auf mich hin. Gut, also. Ja. Es gibt ja den Concombre. Non, il n'y a pas de Concombre. Wow. Richtig. Ja, jetzt nicht übermütig werden. In welchem Schweizer Kanton leben am wenigsten Einwohner? Ich glaube, es ist Jura. Wallis? Uri hat, ja, Uri ist gleich noch. Dort ist es so gebirgig und es hat so wenig Fläche, die du bewohnen kannst. Wir brauchen jetzt eine Antwort. Klarus. Jetzt bin ich einfach mal vorgeprescht. Da müssen wir noch ein bisschen lernen. Oh. Es wäre Appenzell Innerrhoden. Stimmt. Das kommt mir nicht. Schauen wir mal, wie es in Mathe läuft. Okay, I'm out. 16 Personen trinken 224 Liter Kaffee. Wie viel Kaffee trinken dort 12 Personen? Kommt darauf an, wie viel Durst das haben. 224? 224 durch 4 mal 3 ist der 3-Satz. 224 durch 4. Mhm. 24 durch 4 gibt 6. 200, also 56 mal 3 gibt 150, 6, 180. Hä? Sicher? 56 mal 3 gibt 168. Ja, ist... Nein, nein, mal, Moment. 56 mal 3. Nein, aber ich habe 6 mal 5. Ja, ich war 5 mal 5. Also. Gibt 168. Ja. Richtig. Gutes Teamwork. Stefan, wie wird 2Q, Englisch für Schlangenstehen, buchstabiert? Und Fabio, kannst du euch mit deinem Kopf ein bisschen ab? Es kommt darum ein Einblender rein. Also wie? So? So. Genau. Gut. T-O, Abstand, Q-U, U-E, hat es zwei U? Q-U-E, Q-U-E-U-E. Genau. Klingt wie eine afrikanische Sprache, ist aber Englisch. Q-U-E-U-E. Hey, der Einblender geht mir jetzt auf den Kinder. Entschuldigung, könnte Fabio erlösen? Der wurde Einblender. Welches ist der grösste See, der ganz in der Schweiz ist? Wer weiss es? Also ich habe Vermutung. Weiss ich. Fabio? Der Lac Léman ist halb-halb, oder? Der Bodensee ist halb-halb. Mhm. Dann muss es... Zürichsee, Vierwaldstättersee... Ja, da gebe ich solidarisch weiter. Stefan? Das Problem ist, ich habe keine Ahnung. Ich habe so viel gesagt, ich weiss es, ich dachte, da komme ich nicht dran. Nein, ich würde auf den Vierwaldstättersee gehen. Falsch. Es ist der Neuenburgersee. Der Neuenburgersee? Das ist dein Gebiet. Ja, jetzt hast du doch gross mit Französisch geblieben vorher und das sind wir raus. Welcher Nadelbaum verliert als einziger im Herbst alle seine Nadeln? Die mit diesen ganz langen. Sicher nicht Tannen. Die behalten sie ja immer. Was gibt es denn noch für Nadelbäume? Kaktus? Nicht wirklich, Tina. Weihnachtsbäume verlieren alle die Nadeln regelmäßig und zwar immer dann, wenn sie. Stimmt, das ist unsere Lösung. Weihnachtsbäume. Kreativ, aber leider falsch. Es wäre die Lärchen. Ah, die Lärchen. Stimmt, die so wunderschön gelb werden im Engadin. Und die so schön singen. Was denkt ihr? Wie ist es gegangen? Franz war gut, Baum war schlecht. Mathe war gut. 4,5. 4,5 bis 5er. Ihr habt es gemeinsam auf ein 4,5 gebracht. Tatsächlich, ja. Siehst du? Ja, genügend bis Gute.